Warum mögen die Leute das, was du schreibst? Ja, da musst du die Leute fragen. Aber ich glaube, die Reaktion, die ich kriege, auch von jüngeren Leuten, ist, die wollen Klartext haben. Also erstmal nicht diese wolkige Sprache, dann dieses hätte, möchte, könnte. Manche kommentieren ja auch, Kollegen nennen das Kommentar. Und es ist überhaupt gar keine Meinung. Also es fehlt die Meinung, das ist ja eigentlich Meinung. Und zum anderen, das sind ja 53 Themen, die ich da aufgreife. Von Köln, warum haben die Medien da 5 Tage nichts berichtet? Da muss man doch mal offen drüber reden. Genauso wie, welche Probleme macht der Islam? Das ist nicht nur Eierpapaya. Bis hin zu, wie ist es mit guter Nachbarschaft oder dem Bargeld? Also wer kommt denn auf diese schwachsinnige Idee in unseren Parteien, fast alle, die da mitmachen, fast, Gysi, nicht, das Bargeld abzuschaffen. Das heißt ja zu Deutsch, wir nehmen uns. So, und jetzt muss man sich mal vorstellen. Ich habe darüber mal vor einem Jahr bei mir in der am Sonntagmorgen eine Sendung gemacht. Weil ich das ahnte, da kommt was, weil die Schweden auch schon anfingen. Und dann schreibt mir ein Europaabgeordneter, der also in der, ich sage jetzt keinen Namen, der im Finanzausschuss ein ganz großer Mann ist. Ja, Sie sind da einem Aprilscherz aufgesessen. Da sage ich ja, sagen Sie mal, wo leben Sie denn eigentlich? Es vergingen ein paar Monate, da stellt sich der Chef der Deutschen Bank in Davos vor das Weltwirtschaftsforum in Gegenwart der Kanzlerin und sagt, in 10 Jahren gibt es kein Bargeld mehr. Von Dostojewski wissen wir, von dem großen russischen Dichter, Bargeld ist geprägte Freiheit. Und das Gegenteil ist der gläserne Mensch. Und das sind so Punkte, da rege ich mich auf. Herr Gysi. Wissen Sie, warum Sie das Bargeld abschaffen wollen? Weil Sie Strafzinsen einführen wollen. Und dann fangen die Leute an, ihr Geld in ein Depot zu legen, damit sie keine Strafzinsen bezahlen. Aber Gysi, das ist ja so, als hätten Sie in die Abschaffung des Bargelds. Hätten Sie das Buch schon gelesen. Ja, natürlich. Das kann man es besser kontrollieren. Nein, aber Sie haben völlig recht. Ja, und es kommt noch ein zweiter Punkt. Minuszinsen, alles weg. Ich habe aber dann Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, ich habe eine Frage. Wie mache ich das bei dem Bettler? Dem gebe ich eine Karte und der nimmt ein Lesegerät und dann drücke ich 2 Euro rauf. Der kann ja mit seinem iPhone das einkaufen. Ja, aber warte mal, 18 Grad sagt gerade zu Recht, aber das hat ja auch was mit Kontrolle zu tun. Ja, natürlich. Man kann es ja besser kontrollieren. Also man kann faktisch sagen, es ist eine billige Diktatur. Also die SED brauchte noch, jetzt gucke ich da nicht ein bisschen hin, aber die brauchte noch ein Heer von Spitzeln und Stasi-Leuten. Sie können das mit einem Knopfdruck, kann man feststellen, Hane hat eine Fahrkarte nach Leipzig gekauft, war beim MDR, da gibt es knapp was zu essen, hat also unterwegs noch Brötchen geholt und sowas. Wir das haben eine Menge zu essen für Sie oben es hingestellt. Ist so also ich kann mich so aufregen und es gibt verschiedene Themen. Also ganz banal, ich habe das ja in 14 Tagen geschrieben, alles, was sich in 14 Tagen aufgeregt hat. Da wird eine hast du aber eine Menge. Ja, da wird eine so Frau, schreibt man Bestseller. Ja, aber da wird eine Frau gefunden in einem Dorf, nicht in der Großstadt. In einem Dorf, die 1,5 Jahre tot in ihrer Wohnung gelegen hat. Unvorstellbar. Da frage ich mich ja, wo leben wir eigentlich? Wir reden von Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit und Kommunikation und was nicht alles. Ja, und das ist übrigens auch Bargeld. Der Frau wurde ja Rente, Miete, das ging ja alles vom Konto. Ja, geht ja alles Bargeld los. Ja. Sag mal, aber da hast du dann aber auch ein positives Beispiel wiederum, wenn du so die Lindenstraße im Verhältnis mit Else Kling, ne, wir haben sie alle geliebt, wenn du das so ein bisschen vergleichst, wenn Leute beobachten. Ja gut, aber das habe ich ja in dem Zusammenhang. Ich sage, ich möchte gute Nachbarschaft haben. Meine Mutter, die 90 wird, übrigens auch deshalb, weil sie genau das macht, was Sie eben gesagt haben, die hat ihre ganzen Tabletten abgesetzt gegen Arthritis, gegen Herz und wer weiß was alles. Die haben sich nämlich alle gegenseitig aufgehoben. Und als sie das gemacht hat, seitdem sie das macht, ist sie quietschfidel und wunderbar. Gut, ja. Frau Doktor. Also es wird heute Herr so Dr. Hane spricht. Ich habe über Dr. Google geschrieben. Dr. Med Google, sehr Dr. Schön. Google sehr ist, schön. Das ist ja das Allerschlimmste. Also die Leute, ich hatte hier so einen Lymphknoten, war dick und im Gaumen. Ich gucke bei Google und stelle nach einer Viertelstunde fest, ich noch lebe. Ich bin ja tot. Und so. Aber jetzt noch mal zu der Nachbarschaft, weil du das ja eben brachtest. Das Positive ist, meine Mutter, die kann nur noch mit 90 in ihrem Haus, was sie noch hat, alleine leben, weil sie eben Nachbarn hat,
die kümmern sich und so weiter. Aber es gibt natürlich diese Überkümmerung. Also ich tue heute meinen Müll, heute Morgen in Berlin, weil ich ein bisschen... War schon so gespannt auf diese Sendung, habe ich nicht so die Farben von denen. Da kommt gleich eine hinterher und sagt, es war aber die falsche Tonne. Oh. Also, oder sie sind aber spät nach Hause gekommen. Ja, ja, oh ja, das kenne ich auch. Das ist das, was ich nicht möchte in der Nachbarschaft. Aber dass einer sagt, Mensch, bei dem Hane gehen die Rollläden nicht hoch. Wir müssen mal gucken, ob mit dem irgendwas ist. Das ist doch wieder gut. Und... Aber wie kriege ich das eine und das andere zu bekommen? Ich glaube, das eine bedingt ja das andere. Ja. Ich glaube, dass man da sich einfach ein bisschen locker machen muss, weil das muss man in Kauf nehmen, dass das dann dazu gehört. Ja, aber richtig, dass man überkommt. Weil im Zweifel übrigens, die sagt, sie waren spät, kommt auch klopfen mal hin und fragt, was ist mit dem Hane? Übrigens, also, in Australien gibt es fast kein Bargeld mehr, ne? Es macht alles mit der, das ist keine Kreditkarte, sondern wie eine EC-Karte und die wird nur dran gehalten. Also ihr zwei, das kommt ja in Deutschland auch kein Problem. Aber wissen Sie, was mich aufregt, wie die Politiker... Ein Bettler dann 2 Euro interessiert mich. Ja, die haben ja noch Bargeld. Es gibt ganz wenige. Ja. Aber in Deutschland haben wir die. Deshalb also Herr Gysi, ich sage mir ja immer, man muss die Alternative den Leuten lassen. Wir sind ja in der Demokratie. Und da muss man, wer mit Karte bezahlen will, soll es tun. Ich tue es nicht. Diese Internetgeschichten, also verstehen Sie, Sie kaufen... Bluse und kriegst am nächsten Tag eine Handtasche passend dazu angeboten. Ja, und Sie kriegen eine schon, wenn Sie aufrufen irgendwas im Internet bei Google, ich sag's mal, und dann wundern Sie sich, Mensch, woher wissen die eigentlich, dass ich ein bisschen am Herzen habe, dass die dann schreiben, Traubensaft hätte auch mal ganz gut. Also ich sag das mal so ein bisschen banal, aber wir sind ja fast schon gläsern. Und das Letzte, was wir noch haben, das Bargeld, dass ich mit meinem Geld machen kann, was ich will. Und wenn ich der Bank nicht mehr traue oder Minuszinsen kommen, hole ich es runter und tue es ins Kopfkissen. Das bisschen, was man hat. Ne? Klar. Sind Sie, also ich meine, das kann man ja wirklich alle Themen, die Peter da aufgreift, kann man ja an alle jetzt weiterspielen. Ja, also zum einen kann ich mir vorstellen, Sie sind ja jetzt auch nicht so, nicht zu erkennen auf der Straße, ja, und als Nachbarin auch nicht. Beobachten Nachbarn Sie und wie gerne ist das oder wie gerne mögen Sie das? Sagen wir so, klar, schon beobachten, aber ich habe das Glück, wirklich richtig nette Nachbarn zu haben, die sich auch kümmern, wenn man Not am Mann ist. Und die mich ansonsten sehr in Ruhe lassen und sehr viel Verständnis dafür haben, wenn man viel unterwegs ist und viel um die Ohren und so. Also das ist nichts Penetrantes, nichts Kontrollierendes. Also bevor das was Falsches auskommt, ich habe auch ganz, ganz tolle Nachbarn. Und die das heute... Ja, ja, doch, sicher, doch. Sicherheitshalber sagen. Nein. Und die das heute Morgen... Das haben Sie für Sie. Oder? Ich glaube... Was meinst du, was bei euch an der Mülltonne jetzt los ist? So, lass uns mal über deine hellseherischen Fähigkeiten sprechen, weil das hat mich wirklich umgehauen. Du hast an Herrn Erdogan einen Brief geschrieben oder eine Kolumne geschrieben, lange bevor wir hier eigentlich dieses Böhmermann-Thema nun wirklich von allen Seiten beleuchtet haben. Du hast dich eigentlich darüber beschwert, dass wir ihn offensichtlich mit unseren weihnachtlichen Symbolen ärgern. Ja, also ich habe gedacht, Weihnachten ist ja Wunschzettel, ist ja unsere Tradition, so schickt man es Christkind im Wunschzettel. Und die Bild am Sonntag suchte also ein paar Autoren, die Wunschzettel schreiben, aber an Politiker. Dachte ich an Gysi, das habe ich so oft schon interviewt, da weiß ich, was der sich wünscht. So, aber es traute sich interessanterweise kaum einer oder keiner an Erdogan. Da sagten also, da könnte man, da sage ich so. Und dann habe ich mir wirklich gedacht, das ist schon nicht unraffiniert, kam ich auf den Gedanken, lieber Herr Erdogan, Sie sind doch ein sehr traditionsbewusster Mann. Denn er hält doch so ganz groß auf die islamischen, türkischen Traditionen. Bei uns gibt es eine schöne Tradition Wunschzettel und ich habe jetzt ein paar Wünsche an Sie. Also, was machen Sie mit den Journalisten? Da waren gerade ein paar eingesperrt worden. Was machen Sie mit den Demonstranten, die da auf den Plätzen in Istanbul und Ankara demonstrierten? Ich könnte mir auch zu Weihnachten doch mal vorstellen, dass man auch Christen eine Freiheit gibt, dass Kirchen gebaut werden können in der Türkei. Aber vor allem... lade ich Sie mal herzlich ein, kommen Sie doch nicht nur zu den großen Wahlveranstaltungen in Köln und peitschen da das Volk hoch. Hast du den Brief auch abgeschickt, den Wunschzettel? Ja, sicher. Okay. Und der war in der Bild am Sonntag groß abgedruckt. Ja, und habe dann geschrieben, kommen Sie doch mal anonym nach Deutschland, Sie brauchen ja nicht zu erkennen sein, und gucken mal, wie frei sich hier Ihre
entweder ehemaligen türkischen Mitbürger oder auch die Muslime fühlen, dass sie ihre Berufe selbst wählen können, dass eine Frau ihren Mann selbst wählen kann, dass sie, wenn sie will, auch eine Hose anziehen kann. Und das war schon sehr provozierend, muss ich sagen. Die Echos waren hochinteressant. Also der Botschafter ist nicht einbestellt worden. Das war dann erst später. Aber ich habe nachher gedacht, als die Geschichte da mit dem Böhmermann war, ich finde es eben, zur Politik gehört Diplomatie. Und mir ist völlig klar, dass wir jetzt mit der Türkei, auch wegen der ganzen Flüchtlinge, ich bin ja nicht weltfremd, dass man da auch ein bisschen vorsichtig sein muss. Aber ich verkaufe doch nicht meine Werte und meine Freiheit an einen Diktator, der mit seinem Volk macht, was er will. Ich würde das nicht machen. Länger direkt Politisches von Ihnen eigentlich gar nicht jetzt so unbedingt in solchen Sachen gehört. Da würde mich jetzt mal interessieren, Sie sind der Könner in so Formulierung von einem klaren Satz. Was ist, wie haben Sie die Causa Böhmermann beobachtet? Schade, ich dachte, ich kann dazu was sagen. Das Problem ist, dass er völlig recht hat und dass wir uns restlos unglaubwürdig machen, wenn wir uns von Erdogan derart nötigen lassen. Wir sagen nichts dazu. Wir sagen nichts dazu, dass er die Kurden und Kurden in Syrien bombardiert, die am Boden gegen den Islamischen Staat kämpfen. Wir sagen nichts dazu, dass er die Kurden und Kurden in seinem eigenen Land bürgerkriegsähnlich behandelt, dass er die Pressefreiheit einschränkt, die Leute einsperrt. Es gibt doch Grenzen. Und wenn man da hinfährt, ich weiß ja, dass Frau Merkel was von ihm will, aber wenn ich das dann nicht kritisiere, dann darf ich es auch bei anderen Staaten nicht mehr kritisieren. Es geht nicht, dass man für Menschenrechte immer nur dann eintritt, wenn es einem politisch passt. Dafür muss man immer eintreten. Meine Damen und Herren, wie Sie reinsagen, weil Frau Krone-Schmalz hier sitzt, was für ein Theater hat man mit Putin gemacht? Naja, gar kein Problem. Dieses Messen mit zweierlei Maß, das ist das, was mir auch total gegen den Geist geht. Weil entweder ich habe Werte, vertrete die dann, kämpfe dafür. Ich muss ja nicht wie ein Elefant reinlatschen. Ja? Ich kann das ja diplomatisch versuchen. Aber ich muss doch den Maßstab gleich halten. Und alles, was sich so sukzessive rausstellt, was in der Türkei unter Erdogan passiert ist, auch mit Waffenlieferungen und Benzinlieferungen an den IS, das wurde lange Zeit als russische Propaganda in die Ecke geschoben. Und auf einmal ist es da. Aber man sagt dann nicht, entschuldige, liebe Russen, ihr hattet damals schon recht. Das Problem bei mir, aber da kommen wir wahrscheinlich später drauf. Das Problem bei mir ist, ich versuche einfach mit dem Blick eines normalen Menschen, eines Menschen, der in einer Gesellschaft sowas wie mündiger Bürger sein möchte, und mit dem Blick eines Journalisten, der, ich sag mal, anständig erzogen wurde, die Dinge zu betrachten. Und es gibt einen wunderbaren Spruch von einem Kollegen, der leider schon lange tot ist. Der hat früher den Tagesthemen moderiert, Hans-Joachim Friedrichs. Und der hat gesagt, einen guten Journalisten zeichnet aus, dass er sich nie gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten, dass er immer dabei ist, aber nie dazugehört. Und so versuche ich zu arbeiten. Muss man schildern, wie auch Fluchtursachen eigentlich leicht beseitigt werden können. Ich war im Nordirak, da habe ich Flüchtlingslager besucht. Dann standen fünf Mädchen da, neben aber der Generalkonsul habe ich sie gefragt, wie es ihnen, da fingen die alle fünf an zu weinen. Und da sage ich, warum denn? Und dann sagten sie mir, ja, sie hatten einen Lehrer, der war sehr gut, der hat sie unterrichtet, der verdiente im Monat 100 Dollar. Das ist deutlich weniger als 100 Euro. Und das war gut. Und dann hat der UNHCR gesagt, er hat kein Geld mehr. Österreich hat zum Beispiel seine Mitgliedsbeiträge eingestellt. Wir haben damit gedroht, also die Bundesregierung. Und dann hat er zu den Mädchen gesagt, ja, ohne Geld kann er nicht arbeiten. Jetzt stellen Sie sich doch mal vor, wir wären die Väter von einem dieser fünf Mädchen. Dann überlegst du dir doch, wo du hingehst, damit dein Mädchen unterrichtet wird. Wieso können wir das nicht finanzieren? Das ist eine UN-Organisation. Jetzt!
nachdem so viele Flüchtlinge kamen, hatte plötzlich die Bundesregierung 100 Millionen, hatte plötzlich die EU 1 Milliarde. Vorher hat man kein Geld für die Lager. Und dann bin ich illegal, muss ich zugeben, ein bisschen illegal, über die Grenze nach Syrien und habe auch dort gesprochen. Und da habe ich Folgendes festgestellt, das hat mich am meisten entsetzt, wegen der Türkei. Alle Grenzübergänge, wo die Kurden und Kurden herrschen, zwischen der Türkei und Syrien, sind geschlossen. Und alle Grenzübergänge, wo der Islamische Staat, die schlimmste Terrororganisation, herrscht, sind offen, damit die Nachwuchs kriegen. Das war vor einem Jahr. Warum ist das nicht bei uns in den Medien breit zu hören? Ja, weil wir uns dann die falschen aussuchen. Jetzt habe ich es ja gerade erzählt. Weil solche Korrespondenten... Weil solche Korrespondentinnen und Korrespondenten wie Sie zum Beispiel fehlen, wir sagen an der Stelle danke, Peter Hane, dass Sie bei uns sind. Danke für das Gespräch. Jawohl. Und machen weiter mit der Frau, die in der heißen Phase Ende der 80er 4 Jahre tagtäglich im Prinzip bei der ARD zu sehen war, muss man so sagen, in der Übergangsphase zwischen, als die Wende in der DDR war und in Russland die Perestroika sozusagen mit Herrn Gorbatschow im Gang war. Und eine Frau, die sagt, wir können uns nicht die Welt zurechtbomben, wie wir es gerne hätten. Richtig, ich bin Russlandversteherin und das ist gut so. Die bekannteste ehemalige Moskau-Korrespondentin, die es gibt im deutschen Fernsehen, zweifache Grimme-Preisträgerin und Bundesverdienstkreuz am 1. Klasse am Band. Herzlich willkommen, Gabriele Kronenschmalz. Jetzt waren wir natürlich schon gerade so in dieser aktuellen Diskussion, über was gerade passiert ist, aber ich würde mit Ihnen gerne noch mal in Ihre Zeit nach Moskau zurückgehen, als Sie dort vor Ort waren, von 87 bis 91. Mhm. Also es gibt ja oft so Sachen, wo man sagt, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, aber das ist für eine Journalistin... Mekka, muss man fast schon sagen. Richtiger ging gar nicht, weil es brach so gerade auf. Gorbatschow war seit 85 an der Macht, 87 bin ich dahin, es brach wirklich so gerade auf. Alle waren beseelt von diesem Perestroika-Gedanken, das Wort kann heute keiner mehr hören. Glasnost, wir hatten ein paradiesisches Arbeiten, weil die Sowjetbürger zu uns gekommen sind und gesagt haben, hier müsst ihr mal hingucken und da müsst ihr mal hingucken. Und haben mit uns gearbeitet, haben uns auf Dinge hingewiesen. Wir konnten so offen arbeiten, dass die Kollegen, die in der ehemaligen DDR gearbeitet haben, uns in Moskau beneidet haben. Wir sind mit laufender Kamera überall reingegangen. Das war Perestroika, das war Glasnost, das war gewollt. Und das war eine Zeit, die kann man kaum mit Worten beschreiben, was diese Aufbruchsstimmung betraf. Und wie engagiert die Menschen in eine neue Zeit gegangen sind, die ihnen dann, weil, sage ich jetzt mal so, ein paar Weichenstellungen extrem falsch gelaufen sind, die ihnen eigentlich nur was genommen haben und kaum was gebracht. Sie haben, und Sie schreiben das auch wieder in Ihrem Buch, Russland verstehen, ein Mensch, der Sie extrem beeindruckt hat, Sie haben es auch gerade schon gesagt, Mikhail Gorbatschow. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es irgendeine Journalistin außerhalb von Russland gibt, wo Mikhail Gorbatschow auf der Rückseite Ihres Buches schreibt, es lohnt sich, Gabriele Krone-Schmalz Worten Gehör zu schenken. Sie betreibt einen integren Journalismus, ohne den Transparenz, Glasnost und Demokratie nicht existieren können. Was ist denn Ihre besondere Beziehung zu Mikhail Gorbatschow, dass der hier Ihnen sagt, für Ihr Buch mache ich das? Ich war der erste Korrespondent und nicht die erste Korrespondentin. Ich kann dieses Gender-Zeug sowieso nicht ertragen. Oh, sehr schön. Aus dem Munde einer Frau. Sie, ich auch. Ich war der erste Korrespondent, westliche Korrespondent, der in Moskau akkreditiert war, der mit Gorbatschow und damals ja nun wirklich Nummer eins, ein Interview bekommen habe. Habe mich mit dem DDR-Kollegen zusammengetan, denn es ging um die NATO-Osterweiterung und alle möglichen Menschen schwangen sich zum Berater und zu denjenigen auf, die wissen, was lief. Und dann haben wir beide gesagt, übrigens beide Botschaften waren nicht begeistert davon, was wir zusammengearbeitet haben. Dann haben wir gesagt, wir machen, wir haben einen Antrag gestellt und haben gesagt, wir hätten gerne von Michail Sergejewitsch direkt eine Antwort. Und haben uns selber erschrocken, dass 2 Tage später wir die Zusage gekriegt haben, dass wir, ich bin heute noch ganz nervös. Dann dachte ich, oh Gott, wie machst du das denn? Dann musste ja alles in Russisch ablaufen. Das ging zwar, aber auf dem Niveau. Naja, um das abzukürzen, wir beide kamen, das war Stefan Kühnrich und ich, wir kamen dann eben in diese Kreml-Räume rein
Und die Flügeltüren, die sonst nur für großen Besuch aufgingen, die gingen dann für uns auf. Und da stand er da so mit einer Entourage und meinte dann, das war das Erste, was er sagte, na, ihr beide habt euch ja schon vereinigt. Ach nein, hoch war das dann. Das, ja, und dann haben wir dieses Interview gemacht und aha, das ist dann zeitgleich auch in beiden Fernsehen gelaufen. War das vorher abgesprochen, die Fragen, muss man die einreichen? Nein, die waren nicht abgesprochen. Toll. Es ging um die, die NATO-Osterweiterung, das war ja klar, ne? Da musste man ja, außerdem Gorbatschow braucht sowas nicht. So, und dann, als ich schon längst wieder in Deutschland war, gab es Veranstaltungen hier, wo es dann hieß, Gorbatschow kommt zu Gast und ich sollte die moderieren. Dann habe ich gesagt, boah, na klar, mach ich doch. Und wir gingen aufeinander zu und ich habe nie im Leben gedacht, dass der sich an mich erinnert, wobei mein Mann sich ja insofern eine gewisse Rolle spielt, wie Frisur merkt man sich halt. Und dann hat er sich aber auch an das Interview erinnert. Und seit der Zeit haben wir zusammengearbeitet. Der hat sich nach wie vielen Jahren an das Interview erinnert? Was waren das? 3 oder so? Okay. Nach 3 Jahren, nachdem der jeden Tag gefühlt 4 Interviews gegeben hat, hat er gesagt, das Interview, was für eine Auszeichnung, oder? Was für eine Auszeichnung? Ja, es war ja ein Thema, mein Gott, es war ja wirklich ein Thema. Ja. So, und wir haben dann irgendwie einen Draht gehabt. Und wir haben dann zusammen auch versucht, das zu machen, was wir schon längst hätten machen sollen, nämlich deutsch-russischen Jugendaustausch. Mhm. Was das mit Frankreich bewirkt hat, ja, das kann man überhaupt nicht beschreiben, wie gut das war. Wir haben es mit Israel, wir haben es mit Polen, wir haben es mit ich weiß nicht wem, aber wir haben es nicht mit, mit Russland. Das ist doch Sie sind doch ein Landstrich der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Das wurde hier auch Das haben wir ja eingedampft, weil es ja ideologisch irgendwie dann schwierig wurde, statt dass wir es genutzt hätten. Jetzt sind Sie und sagen ganz klar, ich bin Russlandversteherin. Wie verstehen Sie das denn? Also was heißt das denn für Sie? Wenn Sie sagen Russlandversteherin, das ist immer was, das finde ich so abartig, dass man das erklären muss. Wenn ich weil es hat zwei Seiten. Ja, ja, das ist halt, wenn ich etwas verstehe, dann heißt das doch, dann heißt es doch nicht, ach, ich verstehe dich ja so gut, ist alles in Ordnung, was du machst. Sondern wenn ich etwas verstehe, dann begreife ich, was Sache ist. Und wenn das dazu dient, in unserer Gesellschaft jemand auszugrenzen und zu sagen, der ist ja Russland oder noch schlimmer, Putin-Versteher. Das ist die Steigerung. Ja, ist die Steigerung. Dann weiß ich nicht, auf welcher Ebene da Menschen denken und fühlen. Haben Sie eine Erklärung, warum das so ist? Oh, das ist aber schwer in wenigen Worten zu sagen. Ich habe den Eindruck, dass in dieser Gesellschaft seit wann, warum, wieso, weswegen nur noch polarisiert diskutiert werden kann. Entweder ich bin Willkommenskultur, was Flüchtlinge betrifft, oder ich bin Ausländerfeind. Ja, entweder ich bin Russlandversteher. Ich weiß nicht, warum das so läuft. Es kann doch wohl nicht sein. Ich mache jetzt so 3 Fässer auf einmal auf, aber ich versuche es schnell. Ich glaube auch, dass sich in der Berichterstattung eine Menge geändert hat. Das frage ich mich genau. Zu wenig Informationen wirklich auch. Sagen wir so, es ist nur ein Negativbild. Ja, es gibt nur ein Negativbild. Das liegt vor allem daran. Ich nehme das ja genau so wahr. Ja, aber das ist diese Mainstream-Geschichte. Und dann kommt es sozusagen so zurück. Mhm. Manche trauen sich ja auch nicht mehr. Ich finde das allerschlimmste. Überlegen Sie sich doch mal, wenn sich in unserer Gesellschaft jemand nicht mehr traut, wenn Menschen mir sagen, ich danke Ihnen für Ihren Mut, dann sage ich, ich lebe doch nicht, ich weiß nicht. Aber Frau Kronos, das ist leider inzwischen so, dass Sie manche, in den Taxifahrer, den klassischen, den haben Sie immer noch. Wenn man zu zweit im Taxi sitzt, dann kotzt der sich regelrecht aus. Aber es gibt leider, und das erlebe ich auch, viele, die sagen, ach nee, also komm, ich bin lieber still. Und die Umfragen sind ja ganz eindeutig, wo die Leute sagen, wir trauen uns manchmal, manche Meinung, dann sind wir rechtsradikal oder links. Was mir so ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass die öffentliche und die veröffentlichte Meinung nicht übereinander gehen. Und dass immer mehr sich wehren. Und noch was dazu. Alle regen sich jetzt über die AfD auf. Jetzt sage ich mal auch ein bisschen platt und holzschnittartig. Wenn man Ängste, Sorgen, Empfindungen von Menschen ernst genommen hätte in den Parteien der Mitte der Gesellschaft, dann wären nicht haufenweise Leute in eine Richtung gelaufen, wo wir jetzt sagen, oh Gott, wie kriegen wir das wieder eingefangen? Ich bringe das immer auf den Punkt, man darf nicht die richtigen Themen den falschen Leuten überlassen. Aber dazu braucht man... Aber darf ich noch mal eins sagen, weil mir das auch sehr am Herzen ist. Und das, ich habe das ja auch bewusst so geschrieben. Ich sage mir immer, also der Düber, der Erzbischof, der hat mal gesagt, als er 60 wurde, so, ab jetzt beschließe ich,
ich bin niemandem mehr verantwortlich. Nicht den Kritikern, nicht den Zeitungen, nicht den, nur noch dem lieben Gott. Das heißt, irgendwann muss man sich auch mal davon lösen und sagen, ich muss jetzt Rücksicht nehmen auf den und den und den. Das bin ich ja froh, dass Sie diesen Klartext sagen. Der Witz ist ja, weil Sie die AfD ansprechen, dass man erst bestimmte Kräfte, die man angeblich nicht will, groß werden lässt, um dann, nachdem man sie nicht mehr einfangen kann, fast alles das zu tun, was sie machen, was sie wollen. Österreich ist das Paradebeispiel. Da wird jetzt der Bundespräsident gewählt, da haben jetzt die überwältigende Mehrheit den FPÖ-Mann. Jetzt schließen die plötzlich den Brenner, und zwar so schnell, wie es gerade geht. Wenn man vorher, vor einem Jahr, den Leuten das erklärt hätte, Erklärung ist doch das Wichtigste. Das stimmt. Und das Ganze findet auch noch live im Fernsehen statt. Ich würde gerne zu Russland zurückkommen. Ja, eben. Ich würde was zu Russland sagen. Ja. Wissen Sie, das Schlimmste ist, wie apolitisch das Ganze ist. Es gibt nicht Frieden und Sicherheit in Europa ohne oder gegen Russland. Das geht ohne Russland nicht. Das weiß man seit ewigen Zeiten. Das ist eine Atommacht, es ist eine Vetomacht. Und wir haben uns in die blöde Sanktionspolitik eingelassen, die völlig falsch ist. Von Anfang an hätten wir, was dann in Minsk zu spät geschehen ist, vermitteln müssen. Gerade auch, um das Selbstbestimmungsrecht des ukrainischen Volkes zu verwirklichen. Und dann haben wir die NATO immer näher an die Grenze geschoben. Heute sagt die Bundesregierung, sie will ja 250 Soldaten an die Grenze Russlands schicken. Also, und zwar begründet sie das, weil die osteuropäischen Länder sich bedroht fühlen. Da sage ich, also erstens geht es nicht nach Gefühlen, sondern danach, ob es wirklich eine Bedrohung gibt. Zweitens, wenn es wirklich eine Bedrohung gäbe, sind 250 Soldaten wieder lächerlich. Die kannst du dann ja wirklich, also na, ich meine, es ist ja alles... Und dann eskaliert es. Und dann ist Putin natürlich auch einer, der gerne Gegenreaktion zeigt. Dann können sich Obama und Putin nicht leiden. Auch furchtbar. Aber wissen Sie, warum ich ein Zweckoptimist bin? Darf ich es Ihnen sagen? Die haben anderthalb Stunden miteinander gesprochen. Das ist für die so eine Quälerei, dass ich hoffe, dass doch was bei rausgekommen ist. Wir gehen mal auf Russland und auf Ihr Russland zurückkommen. Was macht denn Ihre ganz persönliche Beziehung zu diesem Riesenland aus? Was hat Sie denn da so fasziniert? Neben dieser vielen Politik, das ist klar, dafür sind Sie Vollblutjournalistin. Was ist diese Beziehung? Wenn ich vorher noch so eine kleine Klammer dazu, weil da kann ich mich ja nicht zurückhalten. Ich glaube, eine wichtige Aufgabe von Journalisten ist es auch, ich sage jetzt mal, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Ja. Wahrheit ist ein ganz furchtbarer Begriff, weil Wahrheit ist so ein hehres Ding. Ich versuche den Studenten auch immer zu sagen, sie haben nur eine Chance, der Wahrheit näher zu kommen, wenn man erstens akzeptiert, die Wahrheit nie ganz zu besitzen. Es gibt nämlich nicht nur eine. Eben. Und wenn man zweitens, und das ist der entscheidende Punkt, auf den ich jetzt hier kommen möchte, wenn man Interessen auf den Grund geht. Richtig. Und das nur das mal. Ist was ist europäisches Interesse? Ist was ist deutsches Interesse? Was ist russisches Interesse? Und was ist amerikanisches Interesse? Und bevor ich jetzt mal Ihre Frage beantworte, was mich mit dem Land so verbindet, man bekommt immer so ein, oder viele bekommen sehr schnell das Etikett an die Backe, Verschwörungstheorien hinterherzulaufen. Mhm. Denen sage ich immer, gucken sich die offiziellen Papiere an, gucken sich die Studien von Thinktanks an. Das ist nichts mit Verschwörungstheorien. Sie brauchen die nur zu fragen. Die Leute, die sagen Ihnen, natürlich ist es nicht. Und aus deren Warte ist es völlig legitim und real, natürlich ist es nicht, im US-amerikanischen Interesse, wenn der eurasische Raum gut miteinander funktioniert. Also tun sie alles, damit es nicht funktioniert. Und wer hat denn die Sanktionen befördert? Der Vizepräsident Joe Biden hat in einer launigen Rede gesagt, oh, the Europeans didn't want to impose sanctions on Russia. We really had to embarrass them. Ja, also die wollten nicht, die Europäer, wir mussten sie schön kräftig drücken. Das hat er in der öffentlichen Rede gesagt, das weiß man. Also wäre ja schön, wenn mittlerweile vielleicht doch mal der eine oder andere Politiker mit Kreuz hinginge und sage, Leute, so kann das nicht laufen. Auch von den Sanktionen müssen wir endlich wieder runter. Ich würde ganz gerne nicht in der Berichterstattung, und das finde ich das Ärgerliche, dass die deutschen Medien das eigentlich überhaupt gar nicht darstellen. Ich würde es ganz gerne noch mal was privat von Ihnen erfahren. Und zwar, wir springen jetzt mal ran an die Endzeit Ihrer Zeit in Moskau, wo man normalerweise innerhalb der ARD, das muss ich kurz erklären, wenn man in Moskau, in einem der wichtigsten Studios, was die ARD hat, dort einen guten Job gemacht hat, und das haben ihn alle attestiert, fliegt man entweder nach Washington ins Studio oder man fliegt direkt auf den Chefredakteursposten einer ARD-Anstalt. Jetzt kommen Sie um die Ecke mit 42 Jahren und sagen, Freunde, alles schön und gut, ich kündige. Ja.
und höre auf damit. Raus aus diesem Konstrukt der ARD, raus aus diesem ganzen Ding. Warum? Schön blöd, ne? Das müssen Sie bewerten. Nein, es war, nee, überhaupt nicht. Das war, ich hätte, sagen wir mal, reduziert noch weiter arbeiten wollen. Das hätte ich schon machen wollen. Was ich nicht wollte, mich von dem Themenschwerpunkt Russland zu verabschieden. Mhm. Ich hatte so im Gefühl, da spielt die Musik. Und wenn man 4 Jahre in der Zeit, wo wirklich historische Weichenstellungen passiert sind, bin sonst etwas zurückhaltend mit diesen Begriffen, wenn man da einiges kapiert hat und wenn man in dieses Land eingetaucht ist, dann wäre das sträflich, als Journalist das einfach in die Ecke zu tun und zu sagen, so jetzt mal ins nächste Land. Kann man machen, war nicht mein Ding. Wollten Sie nicht.